Hallo liebe Leute, und weiter geht unsere Erkundung durch Oceania Stadt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier ins Hotel, weil wir können sowieso nicht mehr allzu viel ausrichten, aber was wir noch machen können, was wir noch nicht gemacht haben, was in dem Fall eigentlich auch etwas relevant ist, soll ich mal hier rüber gehen, wo wir eigentlich mit den Leuten gesprochen haben, die uns ja zu Hermanns Höhle gewiesen haben. Der Kristall von Oceania. Ich wünschte nur, ich hätte früher ihn bekommen können, bevor mein Schiff von der See verschlungen wurde. Du meinst, wir haben kein Glück wegen den Schiffen? Ja, yep, alle Schiffe hier sind versunken. Ah, ja, deswegen, das sind schon mal tolle Nachrichten. Ich sage euch, Kinder, das ist alles die Schuld des Kristalls. Selbst wenn's vom Himmel gefallen ist, die See ist immer noch Tag und Nacht am Wüten. Nichts als Ärger, diese Tage. Wütende Tsunamis, versunkene Schiffe, Inseln, die aus den See kommen. Was geht hier eigentlich vor sich? Warte eine Minute. Ist das nicht Kogambas Kristall, den du da hältst? Aber es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass es zu spät ist. Die Stärke der Tsunamis hat alle Schiffe in den Boden des Sees verschlungen. Oh, wenn das Licht nur ein bisschen früher geleuchtet hätte warum fehlt mir jetzt das Wort? Leuchtturm, Mann. Meine schöne Nummer 2 hätte noch sicher sein können. Tja, somit hast du keine Nummer 2 mehr, musst dich also mit deiner Nummer 1 zufrieden geben. Okay. Dann würde ich sagen, übernachten wir hier erstmal. Wobei, wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Das sieht aber gerade sehr mies aus. Ihr seid Freunde von Galbani, von nebenan. Ich möchte ihn auch schon so lange sehen. Stimmt, dieser Galbani. Okay, gehen wir doch erstmal zu diesem Typen hier. Ich bin hierher gekommen, um den einen Frosch zu fangen, über den jeder redet. Aber ich habe leider meine Beine verletzt. Es sieht nicht so aus, als wäre es mir möglich, mich für eine Weile zu bewegen. Es ist zu schade. Weil, wenn ich das Öl von den Fröschen extrahiere, kann ich daraus Medizin machen. Aber mit dieser Verletzung kann ich das nicht bewerkstelligen. Ja, von denen würden wir Medizin bekommen, aber auf die verzichte ich ehrlich gesagt. Ich habe nämlich in dem Fall noch viel bessere Sachen. So, Moment, ich will hier durch. Wollen wir mal mit denen sprechen? Hast du was für mich? Genau, hier können wir die Sachen endlich verkaufen. So, Gegengift. Ich packe erstmal die Eisvase weg. Die gibt 100 Gift. Die brauche ich auch nicht. Eine kleine Heilung. Nein, brauche ich nicht. Moment. Ich muss erstmal gucken, was ich hier bei DJK überhaupt ausgerüstet habe. Leder. Dann hat er jetzt also zweimal Leder. Dann kann ich das eine verkaufen. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, oder? Egal. Einen starken Frosch. Der würde 400 Gift geben, aber der ist für Kämpfe sehr nützlich. Vor allem für den nächsten Kampf, der mich erwartet. Die merkwürdigen Schuhe sind nicht, glaube ich, so toll, die anzuziehen. Ich behalte sie erstmal. Einfach mal zur Sicherheit. Was bringt der eigentlich? Ah, Schutz gegen Vergiftung. Der ist also schon mal sehr gut. Gut, was hat Blue denn, was ich von ihnen verkaufen kann? Minitrank behalte ich erstmal. Energiesatz werde ich einsetzen. Die werde ich auf jeden Fall Rain und Ponga geben gleich. Gift Orb brauche ich nicht. Hundefangzahn kann auch weg. Holzflock kann auch weg. Was habe ich bei Ihnen eigentlich? Feuer, okay. Ja, ich würde sagen, das kann weg. Kleine Heilung, die kann weg. Illusionsball behalte ich. Kleine Eisvase kann einmal weg. Explosionssaat, explodiert bei Kontakt. Bitte nicht essen. Ach ja, das war dieses komische Stiefelchen. Bei ihnen habe ich aber momentan auch keinen Stiefel ausgerüstet. Dieser Stiefel ist sehr fatal. Deswegen werde ich auch erstmal nicht ausrüsten, bis ich was Besseres in der Tasche habe. Okay, was hat Rain? Ich würde sagen, das Wood, also den hölzernen Stab, lasse ich nochmal bei ihr.
Okay, Explosionssaat kann sie auf jeden Fall verkaufen, gibt eine Menge Geld. Kleine Heilung kann auch weg. Rattenfangzahn brauche ich auch nicht. Gegengift behalte ich. Kleine Eisvase kann weg. So, die brauchen auf jeden Fall momentan sehr viel Platz in den Taschen. 6 und 2, gut, das kann weg. Bewegungssaat kann er behalten. Kleine Heilung weg. Kleine Heilung weg, weil das bringt nicht viel. Da ist ein SP-Potion wesentlich, obwohl, nee. Da sind andere Tränke besser. Starker Frosch, Explosionssaat, verkaufen. So, Schlaforb kann ich gut gebrauchen, Giftorb brauche ich nicht. Nochmal Explosionssaat, auch verkaufen, so. Okay, dann habe ich jetzt erstmal eine Menge Geld und auch eine Menge Platz. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Hier wäre auf jeden Fall das leere Zimmer. Da gehe ich auf jeden Fall nachher rein. Jetzt muss ich nur gerade erst nochmal einkaufen gehen. Sprich, ich werde jetzt erstmal Rüstung kaufen. Ich glaube, Rüstung wäre momentan vorteilhafter wegen den Schuhen. Rüstung war hier unten, genau. Da haben wir sie, den Rüstungsladen. Wir gehen jetzt shoppen. So, was hast du denn hier Tolles? Feuer. Feuer und... Gut, Stiefel gibt's hier schon mal nicht. Dann verzichte ich da drauf. Ich glaube, ich habe das größtenteils sowieso hier alles. Sicher bin ich mir jetzt allerdings nicht. Ich schaue mir das mal kurz an. Was haben wir hier überhaupt nochmal? Okay, er hat das auf jeden Fall. So, das ist ein Eisstab. Wollen wir erstmal schauen. Gut, er hat das. Sie hat den Eisstab. Sehr schön. Dann haben wir bei denen auf jeden Fall die Waffen. Ponga hat diesen Bumerang, das weiß ich auf jeden Fall auch. Und den hölzernen Stab. Der macht aber nicht viel Schaden, deswegen kann ich gleich wieder rausgehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Rüstung an, so zu guter Letzt. Aber ich denke mal, wir haben momentan die besten Sachen parat. Also, dass wir da jetzt momentan erstmal keine Angst haben brauchen und so. Leder, schön, Feuer und Feuer. Naja, ich glaube, da werde ich wirklich nichts Neues kaufen können bisher. Okay, lassen wir es so. Ich denke mal, früher oder später werden wir trotzdem neue Rüstungen kriegen. Aber wir können hier erst noch ein bisschen was einkaufen. Wir können nämlich erstmal noch... Na toll, ja nur sowas. Irgendwo gab es auf jeden Fall auch noch Tränke. Den Laden will ich jetzt auf jeden Fall nochmal finden. Genau hier drüben. Na, dann gehen wir doch mal hier rein. So, was hast du denn alles... Achso, du warst derjenige. Hier gibt's die Stiefel. 1800, drei Leute können das tragen. Dann kaufe ich mir das auch dreimal. Müsste sogar vom Geld her reichen. Yep. DJ KR bekommt hier einmal. So, dann gehe ich nochmal rein, dann sind die nämlich wieder zurück. So. Dann bekommt diese Stiefel auf jeden Fall Blue und als nächstes bekommt Rain die Stiefel. So. Dann kann ich die gleich auf jeden Fall auch noch ausrüsten. Dann sind wir nämlich bestens gewappnet gegen alles. Das müssen wir nämlich in diesem Spiel auch. So, ein letztes Mal. Was ist dieser Ring überhaupt nochmal? Ah, Schutz vor Schlaf. Kostet aber eine Menge, kann ich mir nicht mehr leisten. Schade eigentlich. So, Rain bekommt auf jeden Fall auch noch die Stiefel. Das ist momentan auch sehr wichtig. Also gut, Leute. Dann rüsten wir es erstmal aus. Die neuen Ausrüstungsgegenstände. So, benutzen. Jetzt ist es schon mal ausgerüstet für die JKA. Blue kann das jetzt auch machen. Brauche auf jeden Fall keine Angst vor diesen stinkenden Schuh mehr haben. Definitiv nicht mehr. So, wunderbar. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall die zwei Stiefel auch noch verkaufen. Im Hotel und dann haben wir soweit alles. Ich denke mal, dafür werde ich auch noch ein bisschen Geld bekommen. Vielleicht kann ich mir dafür auch noch diesen einen Ring kaufen dann. Mir fällt gerade ein. Ich wollte noch kurz was machen, den einen Ring ausrüsten. Genau, den Himmelsring. Das klappt sogar. Habe ich mich jetzt irgendetwas entrüstet? Das ist echt eine gute Frage. Ich gucke mal kurz, ob ich das jetzt nochmal ausrüsten kann. Gut, dann wird das entrüstet. Verstehe. Okay. Das heißt, das wäre in dem Fall doch nicht so vorteilhaft, wie ich es mir vorgestellt habe. Egal, ich will jetzt noch kurz die paar Sachen verkaufen und dann gehen wir jetzt hier im Hotel schlafen. Ja, ich habe etwas. Und zwar ein paar Stiefel, die du wahrscheinlich gebrauchen kannst. Viel Spaß damit. Die geben noch nicht mal viel. So, Blue hatte auch noch einen, den Stiegelstiefel. Viel Spaß damit und riech mal schön dran.
Er gibt noch nicht mal viel Geld. Egal, ich gebe mich zufrieden. So, Ponga, du noch irgendetwas Nettes zum Verkaufen? Nein. Gut, dann habe ich jetzt soweit die wichtigsten Sachen verkauft. Theoretisch könnte ich jetzt sogar nochmal speichern gehen, aber ich würde sagen, ich schlafe jetzt erstmal in diesem Hotel, damit alle erstmal geheilt werden. Du hast diese Ratten beseitigt? Danke. Benutze den Raum im zweiten Stock, wenn du magst. Lass uns das mit den Ratten aber ein Geheimnis bleiben, okay? Okay. Dann gehen wir doch mal schlafen, Leute. Hier sollen wir jetzt also reingehen. Na dann, gute Nacht. Na? Meine Hand, sie glüht schon wieder. Rain, was redest du da? Tut dir dein Magen weh? Nein, mir geht's gut. Sie erlernt den magischen Spruch Kleine Heilung. Sie hat's gut, ey. Sie lernt wirklich jede Magie. Einfach so. Und jetzt mal wieder mitten in der Nacht. Und etwas brüllt. Alarm, Alarm. Wer könnte das sein? Das hört sich furchteinflößend an. Ponga, willst du mitkommen? Wollen die mit? Es ist beängstigend, es ist beängstigend. Was ist los, DJ Kerr? Du solltest mal mitkommen. Oh, du willst nicht? Na gut, dann gehe ich alleine, wenn ihr nicht wollt. Ich kann hier nur nicht mal raus. Muss ich ihn wecken? Also bringt schon mal nix. Okay, was muss ich jetzt nochmal machen? Also hier raus komme ich auf jeden Fall gerade nicht. Irgendwie muss ich ja jetzt hier rauskommen. Ihn kann ich absolut nicht aus dem Bett treten oder so. Schade. Das wäre in dem Fall vielleicht nützlich. Bringt absolut gerade gar nichts. Irgendwas muss ich hier noch machen. Ich finde jetzt gerade nicht den Punkt. Ah, hier ist die Leiter. Sehr schön, dann gehen wir doch mal aufs Dach. Die hätte ich mal vorher sehen sollen. Yay, was für ein schöner Mond. Ach du Heilige, sieht das heftig aus mit dem Text. Das ist nicht normal, das sage ich euch jetzt schon mal. Ich habe vergessen, dass die Nacht so wunderschön ist. Als ich klein war, bin ich immer auf den Dach geklettert. Wann auch immer... Nee, wann immer Dad böse auf mich war. Bist du hier hochgeklettert, um den Himmel in dieser Nacht anzusehen? Nun, gewöhnlicherweise würde mein Dad hochklettern und mich jagen, bis ich runtergefallen bin. Runterfallen? Tausende Male. Ich wurde immer von meinem Vater verprügelt, egal was für eine kleine Sache es war. Er hat mir immer einen guten Schlag verpasst. Du liebst deinen Vater, oder, DJ Kerr? Hä? Was, lässt sich das so sagen? Und Ponga spielt auf seine Geige. Du erfreust dich immer, wenn du über ihn redest. Ich verstehe nicht, warum ich das sollte. Er hat nichts für uns getan. Annäherungsversuch. Sag mal, DJ Kerr. Ja? Hör nicht auf, mich zu mögen, okay? Egal, was auch immer ich bin. Was versuchst du mir zu sagen? Mach dir darüber keine Sorgen. Wirklich. Es ist... Ich rede, ich denke nur ein bisschen laut. Tut mir leid. Ich frage mich, ob dieses Rufhorn aus dem Leuchtturm kommt. Es hört sich wie ein Dinosaurier an. Und ein bisschen traurig.
Ein bisschen wie ein verlorenes Kind, das nach jemandem ruft. Na, ja, klingt auf jeden Fall plausibel. Oh nein, bist du schon wieder aus dem Bett gefallen? Na, ob du das nochmal lernst, aus dem Bett vernünftig auszusteigen, ich bezweifle es. Na gut, Leute, nach so einer anspruchsvollen Nacht würde ich sagen, beende ich diesen Part hier erstmal. Und beim nächsten Mal Part schauen wir erstmal, was hier jetzt überhaupt passiert ist. Ich meine, von diesen Gerufen und von diesen Gebrülle werden bestimmt einige Leute wach gewesen sein. Egal, wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Bis dann, auf Wiedersehen.